Okay, Wehle. Ich liebe dich so sehr. Mann. Wusstest du, dass Guma Yuzi... Oh, ja, ja. Jeder, der Tolkien-Stream weiß, hat das einmal pro Cast gehört. Sag's mir. Ist einfach unerträglich. Jetzt das ist es raus. Der Tolkien-LCK-Cast. Ich muss es wissen. Need to learn. Das ist voll nice. Ja, Corki ist ein cooler Champion. Ich glaube, Botlane wird nicht so viel Spaß haben, sag ich. Sag ich dir ehrlich. Sind die gut? Die sind ein Look Master. Das war eine Q von mir. Die werden so stehen. Ja. Und unranked. Look at this, sie ist Half-Life. Stell das an. Sie spielen gerade sehr schlecht, ja. Leute, ihr spielt das Match wahrscheinlich mit 4 Leuten, ne? 3. Wieso? Warum spielst du Kane eigentlich? Zack war gebannt. Aha, wie viele Subgifts hat's gekostet, Dalo? Ich habe leider keine angenommen. Warum hat hier Olaf Top-Lane? Warum nicht? So nicht bad. Was? Ne, der ist super. Wieso ist Olaf? Er ist doch verfeinert geworden. Ich hab dich nur noch nie auf Olaf gesehen. Ich meine, Olaf ist actually fine. Ich genau. Finde, er ist sehr eigen zu spielen. Das ist richtig. Ich war nie gut auf ihm. Weil du musst halt immer, musst halt so super low-life immer komplett rein berserken. Okay, aber jetzt wird zurückgeschildert. Point me to the ladies. Was macht das? Das kein Exhaust Hub suckt für der Level 6 All-In. Kein Ghost Hub, meine ich. Jetzt ist es so, also wir werden, die eine oder andere Platte wird abgegeben werden müssen in dieser Lane. Aber es geht gar nicht anders. Warum wurde denn hier die Vayne gepickt, wenn ich fragen darf? Ich habe eine Yumi. Ja, aber wäre denn nicht die Ezreal-Kombination etwas vorzüglicher gewesen? Also ist für Noobs. Echt, finde ich Ezreal ist überhaupt nicht für Noobs. Ja, oh, auf so einem grundsoliden Level kann halt jeder spielen, aber... Hier ist so ein Reh hinter mir. Hat immer die schlechteste Mischung von allen Ladecarries, ne? Ja, weil auch jeder, der füllt, ist Ezreal pickt. Ja, genau. Ja. Hast du ein Wort Das ist halt so ein Bait, ne? Aber weil mittlerweile hat der, glaube ich, sogar gute Windrush-Shots. Also mittlerweile stimmt das, der ist halt sehr stark einfach. Ja, wir können gleich All-In einfach. Gut. Also meinst du, mit Brücke gewinnen wir dann doch den Dutut Cup? Ich habe actually keine Ahnung, wie wir in den Dutut Cup abschneiden. Also die Teams, die sehen schon nicht bad aus. Aber irgendwie haben die auch oftmals einfach einen Wirt dabei. Ja, also vor allem der Modus, ne? Weil wenn du halt Kescher nicht auf Nunu hast und der den Donut macht, ich weiß halt nicht, wie stark das ist. Ja, das ist die Frage, darf man OTPs bannen? Weil dann, nein, du darfst nicht bannen, aber es ist Nemesis-Modus. Das heißt, du spielst ein BO3 gegen die und die dürfen nur einmal ihren Champion spielen. Ah, okay. Was auch eine Schwierigkeit ist, dass wir tatsächlich Grabs als Coach haben. Also ich weiß nicht, ich glaube, wir sind besser mit unseren Drops. True. Ganz schöner Disrespect. Die invadet dich gerade um, Mr. Also, Kane. Kani, ich möchte erstmal unseren Botlane-Play hier appreciaten. Wir haben die gerade einfach easy weggekillt. Ja, also ich weiß nicht. Bin da nicht mehr überrascht, wir sind einfach krass. Ah, ja, ich hab das auch nicht in Deutsch gedroppt, mein Mensch. Wie schnell macht die wohl weg? Ja, Leo, Bro, danke dir. Das Good Luck brauchen wir hoffentlich nicht. Danke dir, beiden Nerven. Ich glaube, das ist cool wird. Aber ich glaube, wir müssen... Ich sehe uns mal im Bootcamp, ich sage das. Also ich wollte jetzt auch irgendwie sagen, also ich glaube Brücke und ich, wir werden schon fett gegappt auf den Botlanes. Ich habe mega Bock auf Bootcamp, schon... aber ich habe Bock auf ein Event dann irgendwas weniger in den kommenden Monaten. Ja, es steht schon, ist schon viel sehr an, tatsächlich. Viel gerade. Ja, es ist sehr, sehr viel auch in meinem Kopf. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr seid jetzt ein random Twitch-Chatter und er weiß einfach gar nicht, was noch alles Geiles auf ihn zukommt. Ja, heute wurde eins announced davon, ne, nach Frankreich fliegen. Hattet ihr schon eure zwei wurden announced, und Frankreich wurden heute announced. Genau, das hat also euer Rocket League Turnier schon angekündigt. Ja, das NNO, die Rocket League, wir steigen ein. Also irgendwas müsste davon gedroppt werden, weil sonst komme ich, also ich schaffe das einfach nicht. Ist einfach zu viel. Lacher. Zu viel Staff. Ja, nein, das kommt direkt. Das ist tatsächlich sehr viel. Man, dieses scheiß Trap. Und NNO vs. Wild, 3 Wochen in Sibirien wird halt auch echt anstrengend. Ja, da die Wind Challenge auch noch. Die haben auch eine 24 Stunden NNO-Challenge, ne? Die dürfen wir auch nicht vergessen. Oh Gott, stimmt, die kommen da auch noch. Ja. Wann machen wir in die Sibirien eigentlich? Ist die. In Sibirien war die. Ne, warte, in Alaska war die, nicht Sibirien. Habt ihr eigentlich euren Su-Streaming jetzt eigentlich gegessen? Nein. Solution war nicht why? Da. Weil, also, ist der Twitchat damit fein, dass ihr euch einfach rauscheatet? Twitchat, habt ihr da zugestimmt? Weil ich denke, ihr verkauft euch da ein bisschen billig, da wäre mehr gegangen für euch. Also, ihr wisst, ich bin ja nur ein neutraler Vermittler, ich will da niemanden reinreiten, aber ich finde, die sollten den schon essen. Die sind gerade einfach gar nicht da. Ja, die haben Angst. Weil die einen der Jungle will jetzt wahrscheinlich runterkommen. Ja, schade. Junge, fucking Frederik Feuerstein, woher kommt dieser Kani-Zünder auf einmal auch noch?
Das ist so geil, in der Win-Challenge mitzumachen, wo du nicht selbst challengen musst. Du bist jetzt mitgefangen für die Dreier-Games, ist dir klar? Ja, für League klar, aber ich. Ja, natürlich. Okay. Ja, die Win-Challenge, die Kani und so gemacht hat, bis jetzt waren ja auch absolute Lochheu jedes Mal. Oh, die waren alle mit dir. Ja, aber was war da? Gar nicht, die Couple-Challenge war gar nicht mit Freddy. Ne, bitte? War die Couple-Challenge auch mit dir? Ah, nee, stimmt. Ja, das war die beste. Ah, vielleicht deswegen. Die Couple-Challenge war actually sehr lustig, ja. Ja. Lauf. Ich hab mich auch nicht wie das fünfte Rad am Wagen. Okay, dann bin ich da. Ja, guck hier rein. Oh mein Gott, jetzt schon Ult. Ja, aber die hat keinen Mana. Okay, Dalu. Okay. Die hab ich. Lass die stehen, dann einfach die hier. Lass die stehen. Haben wir noch einen Slow? Nee, ne? Ja, Pew! Pew! Das macht mehr Damage, wenn man Pew dazu sagt. Ja. Aber du hast nicht Mia im Altchat. Oh, hallo, hab ich gesehen, ne? Ja, hab ich bekommen. Wurde nicht angezeigt. Mia sind die mitgezahlt. Iping. Richtig. Was war. Ich blick grad, was die beste Challenge bis jetzt war. Counter-Strike mit euch. Das war actually ein Fest, die erste Challenge mit euch. Die war actually wahrscheinlich die beste. Wow, Hilfe, Katze in Not! Kannst du was nee, für eine Range nicht. Hast du? Ich wurde gerade zitiert. Okay, aber geht. Danke dir. Beim letzten Mal war die Dynamik in der Gruppe eine insane geile für die gesamte Nacht. Ja, würde ich auch sagen. Schon sehr, sehr geil. Aber jetzt haben wir den Zündler wieder mit dabei. Dich meinst du oder wen? Was? Ich zündel doch heute überhaupt nicht. Was? Also, was ich gemerkt habe, ist Dalu auch ein heftiger Zündler. Das ist schlimm, ja. Moment, was? Also, jetzt, wenn wir uns ein bisschen besser kennen, ist der ein richtiger Brandmeister, ist der. Tatsächlich. Was ist der dritte Lilia Gang hier? Was soll das? Jungle Diff? Können wir da irgendwas machen? Ja, danke. Geh mal rein. Ja, die gehen jetzt einfach raus, ne? Die Platte ist weg und ich bin runtergegangen. Das Ding ist, weil bei mir jetzt alle schreiben, ich muss dann den Zustreaming auch mitessen. Ich wollte ihn auf der Gamescom auch mitessen und die haben sich rausgewieselt. Das stimmt also ich war überhaupt down nicht, was? Nee, wir ich standen da schon, Kamera-Setup war fertig, aber Solution fehlte. Ja, das Problem ist, dass Solution fehlte, ja genau. Ich schieb das jetzt alle auf den Arm Solution. Ja, du warst halt nicht da, ne? Hat uns im Stich gelassen, hat diese Ausreden wie, er ist nicht da, er ist in Madeira, oder so, ne? Weiß ich auch nicht, ob das gültig ist. Wollte sich nicht auch Solution noch ein Tattoo mit Loser stechen lassen? Ja, ne? Nee, mit Lacher. Was? Ja, auf den Finger. Auf den Finger, ja, zusammen mit Mickey. Oh, das haben die hoch und heilig versprochen, war das nicht schon nichts geplant? Weil wir eben jetzt Challenge verloren haben. Ja. Muss man bei ihm auch nachfragen. Hat bisher irgendjemand irgendeine Bestrafung gemacht? Ich glaube, einen Hotchip gefressen. Das ist nicht die Meta, dass du die Bestrafung hast. Was ist eigentlich, also ne, ich habe jetzt immer gesagt, bei der Bestrafung, wir müssen wiederholen, ne, wenn wir es nicht schaffen. Ja, haben wir es bisher einmal gemacht. Nein. Siehst du? Wir sind wirklich keine Ehrenmänner bei diesen Challenges, muss ich sagen. Wirklich nicht. Man aber muss die Meta auch mal drehen. Aber das ja auch, die Challenges dann muss halten. Es aber auch was zu gewinnen geben. Wenn man nur verlieren kann, ist ja auch doof. Ja, du gewinnst die Ehre, dass du es geschafft hast. Also von mir aus können wir jederzeit rein. Ich bin echt strong. Ja, ich habe in 10 auch habe ich wieder Ignite. Haben Sie jetzt gehört, dass wir alle in wollen und jetzt laufen Sie weg? ist das legit dein Ernst? Jungs, wirklich? Warte, also komm, ein bisschen Ehre. Komm, die sind auch noch im Gebüsch, oder? Die sind jetzt einfach am Tower. Also die Sneaky Nash Toys werden sie auch wieder nicht, glaube ich. Kannst du mir helfen? Wahrscheinlich nicht, ne? Kann ich irgendwas gegen? Oh mein Gott, macht die viel Damage. Ja, Lilia ist leider auch sehr, sehr gut aktuell, aber Killtrade ist fein. Wir haben auch Senna Ult bekommen. Ich hätte ein bisschen, ich bin kurz vor Form. Das wird ein schweres, ne? Ja. Wieder gut, die Gegner, ja. Mal alles anspannen. Ich hab noch Ulti und Heal. Die haben keine Ignite, also da kommt alles durch. Ist ja, ganz entspannt. Lilia muss. Sehr, sehr gutes Scaling aber mit wen, Junge. Müssen danach raus. Vorsicht, die Lilia kommt hier durch. Dann werde ich einen Schneeball angerollt. Hat die Ulti? Ja. Ich glaube, wir sind anyways am Chillen. Oder die hat dich nicht geultet, Alo, ne? Weiß ich, habe keine Ahnung. Das war blaue Kreise da, blaue Kugel hier. Wo haben die da Wischen oder? Dann ist sie gehüpft. Das tut sie ja. Lilia ist jetzt Bot.
Kind of a big deal. Ja, das sieht nicht gut aus für euch. Okay, Double Lift. Ja, das war's dann auch wieder, aber... Maybe die Q. Oh, meine Stack! Du gehst ja, Full AP Liandris, Yumi. Ja, das war die einzige Einschränkung. Ich darf Torpedo gehen. Ich dachte mit runter. Dallo. Ich will das machen. Da war ein Schneeball in der Wand gegen den Kopf geworfen. Was ist mit Top-Token? Nee, danke dir. Ich hätte ein Package, das wäre sehr nice, wenn wir den killen. Ich hab da eh nichts zu farmen. Ja, Mina kann dich oder mich jetzt davon sorry. Alles gut, alles gut. Ja, davon ready. Nächstes Mal der Wolf gegen Mordekaiser. Oh, ich, unser ganzer Turm ist weg. Ja, weil der Herald da war. Oh, es ist Midlane-Diff. Wie läuft's? Deswegen habe ich ja auch versucht zu defenden. Ich will auf jeden Fall sterben. Er hat mal ins Package reingeflasht. Das ist natürlich enttäuschend für ihn. Kann er nice. Nice, du kannst die Mitte halten, Dano. Muss er aufpassen, ich mache eine Menge Damage. Okay. Okay, das reicht mir schon mal. Schon wieder das scheiß Re-Kit. Oh, ich kann das jetzt. Kann halt nichts machen, ne? Oder Damage. Ja, alles gut, alles gut. Oh alles mein gut. Gott, ich hab das hier gemisst. Das Game ist ich hab Ulti, Late Game also. Scale Angle, würde ich sagen. Oder war eine Trap, oder? Ich hab's auch nicht gesehen. Also. Top Jungle Mitte. Ach, der hat Collector, ah. Ja, also, AP, ja. Das ist das Einzige, was mir auch Hoffnung gibt. Ihr wollt wirklich euren Communities Gutes tun und noch länger League spielen, oder? Ja, das wollen wir. Also, die ganze Nacht wieder, scheinbar. Achso, noch für 2 Stunden. Nacht. Die Win-Challenge war ja auf 24 Uhr begrenzt, eigentlich. Ja. Aber ich denke, wir machen ein bisschen länger wahrscheinlich auch. Mal wieder. Nö. Einfach nö, oder was? Okay. Oh. Mhm. Not bad. Jetzt hallo. Die killen wir. Morde move zu euch. Ja, Botlane ist halt auch. Morde ist ungefähr hier, Vorsicht. Nee, wir können. Oh. Echt schön, ich bin safe tot. Ja, das ist halt mau. Ich kann ja nicht wirklich auf jemand anderen gehen. Wobei doch eigentlich schon als Full AP. Auf Kane oder? Wahrscheinlich. Ich warte noch 200 Gold und dann gehe ich. Ja, ja, ich. Alles gut. Wir haben Bounties direkt jetzt online. Holy fuck. Ja, das Game ist. In einem doomed Spot. Aber wow. Wir kriegen hier gleich eine Bounty oh hier oben. Oh mein. Irgendwas TP'd Botlane. Das wird sinnvoll sein wahrscheinlich. Ja. Ultimate 5. Das ist aber sehr wild, weil unser Scaling ist superb hier. Ja, das wird ein 5-5. Yo, eins, wenn ich was treffen würde. Das ist sehr aufpassen, ja, die sind also auch strong. Die sind alle strong, vor allem die Lilia. Oh. Und die Senna. Warum macht tatsächlich macht die Sylva weniger Schaden, wenn du mal ins Bell dodgst. Also nur. Ja, das hätte nur die W getroffen. Also ich helfe, wo ich kann, so als Katze. Das ist auch frecher, ne? Die Yumi-Spieler, kennt ihr dieses eine Yumi-OTP, das immer jeden beleidigt? Es gibt 2 Yumi-OTPs in Hylo und die sind beide toxisch. Die sind so toxisch. Die sind beide ja. Toxisch. Oh, das ist eine Linie. Ich hab's ewig nicht wahrscheinlich gesehen. Hat der Morde geultet? Er hat geultet. Boah, ich glaube nicht, dass wir das fighten, oder? Ja, ich wollte eigentlich aus der Wand raus, aber wird zurückgeholt. Frischer Turm for User. Ach, der Char ist ja hart nervig. Also bis ich nicht irgendwie tanky bin mit Trinity. Mit gar nichts. Ist halt irgendwie ein bisschen locker, habe ich das Gefühl, ne? Ich wollte eigentlich nur einen Quickie-Abendstream machen. Ja, und jetzt, hier nicht... jetzt bist du committed, gar nicht. Warte mal, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ja. Ich dachte, ich helfe kurz 3 Games aus. Fertig. Dann hat die Sunda geflasht gerade Incident. Nee, hat sie nicht. Das ist der Weg. Ich hab bald einen Muramana, oder? Oh, die TP mit Mordi.
Oh mein Gott, bist du stark. Wow. Der Berserker. Das war krass. Damn. Du bist unten auf Bounty oder bist du Besen? Ja, ich bin voll das Spiel mit der Wave. Ja. Oh mein Gott, ich hab gekrittert. Jetzt, oder? Die sind maximal zu zweit gerade. Da kommen wir nicht ran. Ja? Go? Aber hat die Vision, oder? Jetzt bin ich einfach zwei Level über dem. So completely undeserved. Okay, das nein! Warum ist er auf selbe Ziel gehen? Warum ist er denn jetzt weggerannt? Ja, die eine war unterm Tower, deswegen dachte ich, wir nehmen die, die offen steht, aber meine Schuld. Nein, das ist doch nicht deine. Alles gut, alles gut. Nee, Freddy musste immer ein bisschen flamen nach dem Rocket League Incident. Ja, aber da ist ja wohl ein Riesenunterschied, oder? Nein, Quatsch. Das ist ein bisschen beleidigend. Ja, eine Rakete verfehlt. So. Ich habe jetzt dann bald zwei Items. Sobald ich 6 habe, geht's richtig zur Sache. Puh, wir haben das, Leute. Ich bin Turbo P auf Sideline. Ja, also tatsächlich ist Tolkien kann jetzt komplett übernehmen auch. Ja, auf jeden Fall braucht er jetzt Freddy. Ich dachte, du nach der Wave. Ich wusste nicht, dass du sie noch halten gehst. Warum seid ihr eigentlich top gegangen? Ich hätte fast getötet. Mitte einen Double-Kill hatten. Naja, aber also Mitte kommen wir nicht ran. Die waren hier und Top-Lane war an 1K-Shutdown. Aber das 1K-Shutdown ist ganz komisch weggerannt auf einmal. Irgendwie habe ich gerade keinen Wirt. Du bist der Wirt. Wie läuft's, Freddy? Ja, auch. Ja, super. Okay, okay, glaube ich. Ich kann ihn nicht haben. Nein, ich kann sie nicht, ne? Hallo Tolkien. Hi. Ha. Okay. Ich muss einfach nur weiter scalen. Oh, jetzt habt ihr ihn doch. Den Jump bekommen doch. Wir gehen vielleicht zu euch, aber oh, das ist, eine Kälte, ist nicht ne? da. Die hat gerade geultet. Was ist der da los? Ich gehe nach oben. Jetzt ehrlich gesagt bist du nicht so sexy auf mir, weil eigentlich muss ich Botlane hinten gehen. Das ist so mein bester Play. Na gut. Einer kommt. Die ist Level 14. Weiter halt die Person, die kommt. Der hat mich geultet, aber wahrscheinlich ist der cool dann so low, dass sie den schon wieder ab hat. Lass mal um für die gehen. Keine Exhaust mehr. Wenn ich wen ulte, fällst du dann raus? Nein. Ich falle nur raus, wenn Mordekaiser dich jetzt ulten würde, zum Beispiel. Okay. Wenn der Blue Smite und die 1 Million Movement Speed im Gebüsch. Ist schon sehr, 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 sehr scary, ja. Hey, du hast ein Package. Ja, was ist mit der Caitlyn hier? Oder der Senna? Kann sein, dass der Caitlyn all blocken muss, ne? Caitlyn hat, glaube ich, erst Botlane geultet. Ich glaube nicht, dass sie schon Drake einfach? Wahrscheinlich. Drake ist huge. Ja, den kriegen wir insane für uns. Oh, hier, Vorsicht! Mordor kann noch rein rotieren. Okay, Mordor ist noch da. Oh. Ah, da kommt TP hinter uns. Wer ist denn das? Bin dran. Boah, das tötet mich. Heiliges Kanonenrohr. Oh mein Gott. Wenn wir spielen den Poke-Engel. Da muss ja auch rüber. Die ist so schnell, was ist das? Oh nein. Was? Die läuft ja auf 5000 km/h oder so. Ja. Oh, und One-Shot. Bei Lilia ist sau schlecht. Ich kann das hier kriegen, ne? Nur wenn sie realisieren, dass sie können, aber sie mit der Celticate dann. Und keine die andere Sünder, also ist nicht so schnell. Ja, also der, das halt. Wir machen die mit Dingens, ist dead. Vielleicht kann Dalo noch hin. Ja. Nee. Oh, maybe, die machen den nicht so schnell. Da kommt also erst viele Morde. Der hat gedeathramed, pretty sure. Nicht 100%, aber pretty sure, weil ich war halt im Ult. Didn't really see. Das wäre jetzt so ein wilder Smite. Schau. Ja. Willst du haben? Nee, ich will sie nicht haben. Ich wollte sie nur, dass du nicht mehr hinterher rennst, dass du es angreifen kannst. Mm-hmm.
Gewinnst du auf der Seite gegen den? Ich gewinne gegen Mordehard. Ich bin gerade gedived und ja, das war nicht optimal, I guess. Aber ich gewinne gegen Mordehard. Bitte vorsichtig sein, ne? Genau, wenn der ultet. Fein. Lilia ist unten. Nee, oh, da ist noch mehr von Gegnern, ne? Nicht fein. Ja. I guess der ja, die werden Mitte durchgehen. Leute, Mitte Action. Wir defen nur Nexus, I guess. Ja, ihr könnt nur Nexus defenden, ja. Ich push weiter. Ich kann jetzt sagen, komm, Lilia kommt unten mit einer Wave. Ich glaube halt nicht, dass wir was machen können gerade, ne? Ich würde einen Turm nehmen und resetten, wenn die für Nexus gehen. Gute Damage. Mordel resettet, hat keine Ult. Mordel Base geht, gehe ich auch Base. Die Dingenskirchens hat 10 so HP. Low. Okay. Okay, das ist mein. Okay, die Ult? Okay, die Ult. Ja, das ist Nummer 2. Und jetzt okay. Nummer 3. Ah. Na. Kurz mal den Smurf-Performance ausgepackt hier, oder was? Nice try. Ja, sie ist Level 16. Die kann ich auch nicht einholen. Die ist so strong, die Lilia. Ja. Können wir mit Tier 1 nehmen. Du hast halt 1 Million Movement Speed, im One-Shot ist auch jedes Camp, also du kannst ja so viel einverleiben. Okay. Dann ich glaube, wenn die dich mal hochfahren. Also wenn die mich ultet, ich will sehen, ob sie mich one-hittet. Meinst du? Nee, mit 2,5 Items noch nicht. Maybe. Ja, das ist noch relativ weit weg, dass sie dich killt. Das ist Lilia. Es ist halt nur die Lilia, die ist gar nicht bei den Fights mit dabei gerade, ne? Sondern die ist halt. Kann versuchen, auf Double Summons zu groupen. Oh. Ich hab bald Trinity. Ups. Okay, das wusste ich nicht. Warte. Ich hab kein Flash mehr. Oh, schade, ich kann nicht mit. Wer hat die? Schöne Sache, Harry. Und wenn das wir tot sind. Ich glaube, ich fighte, wenn die kommen. Du kannst gerne Base gehen. Ja, das war ich glaube nicht, dass wir da. Na, ist okay. Das ist anscheinend kommen die gar nicht, wir hätten einen killen können, oder sogar. Aber irgendwer muss da lassen, sonst hätte er nicht gefaced, Jack, ne? Ich gar nicht. Das war nicht. War sogar mit seiner Ult. Ja, ist das. Vielleicht können wir den unten killen, wenn er vorgehen soll, ne? Ich krieg Half-Life von einer, ey. Kein Flash, kein Ult, nice. Lilia ist on her way hier. Ja, die kommt. Oh, okay, sie ist sehr flossed. Sie ist gleich da. Ja, sonst die Wände kommen da, du, aber alles andere ist. Du One-Shot die auch. Damit, kannst du nichts machen. Holy moly. Eine Damage-Kombo. Das ist einfach 300 CS im Jungle, ne? Jeez, 300 CS. Ja, die ist ja auch in 3 Sekunden von der Bot auf der Top-Lane. Das ist voll krass. Ja. Und die Q-Folge ist gleich das Holy Moly. Wie ist Sprinting? Ah, ja, Blue Smite noch dazu. Der tote Drake für die. Aber solange wir den Nest hier verändern können. Wir haben jetzt kein Loki mit Koki Yumi schon das Game, ne? Also, can win. Ganz kurz vielleicht Flamer fragen, ob er hier auf meinem PC zu spielen oder so. Kann er seinen Olaf auspacken? Sein Olaf ist auch völlig solid, ja. Na, sieht doch gut aus. I mean, I guess. Ist er denn ein Ward? Also ich glaube, Olaf ist das kleinste Problem hier in dem Game. Killing spree. Oh. Krass, hätte ich nicht gedacht. Dann kann mich irgendjemand abholen kommen? Das wird Dalu, da konnte Dalu. Ja, kannst du herkommen? Ja, oh, danke. Oh mein Gott. Alles für die Rescue Mission. I can't touch him! Look at me! Aber du kannst gegenheilen! Du riechst schon sehr viel, ja. Ja, aber ich hab gleich keine Wave mehr zum Gegenheilen. Dann ist vorbei. Du spielst halt nicht mal gut. Ja, machst du schon mal auch nicht schlecht. Jemand hat sie geflasht, I guess.
Ja, I mean, ich kann nichts hitten. Also, es ist nicht, also ich habe zwei Exe getroffen, war fucking irrelevant. Wir müssen den Nash halt fighten, ne? Komm mal. Was sind unten Slowty, Slowty, Slowty. Ich komm nicht hin. Okay, ja, dann Nash, I guess. Trotzdem ein Feuerbase, bin fast tot. Macht sie 3000 True Damage. Oh. Hilft mich das schon? Ich glaube, das wird dann. Wie bitte? Kein Flash auf hier, kein Flash auf hier. Ja, ja. Oh Double Lift, please. Double Lift, höh. Oh mein Gott, ich bin gestunt. Oh nein, ich bin 6 down. And I guess they don't end then? Oder haben sie die Keys? Oh, das ist Game. Zurück auf 0. Ich wollte nur 3 Games spielen. Ich find's eigentlich okay, weil der Wind davor war eh nüchtig. Der war eh nüchtig. Ja, ja, der war eh nüchtig. Der war nüchtig, ja. GG well played, Back to zero we go. Wir müssen mal richtig tryen jetzt ein, also 2-3 Runden. Jetzt müssen wir mal 3 Games richtig krass geben, ja. War kein Debüt mehr und kein Dummschitz, weil Olaf habe ich wirklich sehr wenig gespielt. Ich hätte besser spielen können. Ich hätte auch viel, viel besser spielen können. Ich hab da komplett unterschätzt. So, jetzt. Okay, jetzt machen wir mal ernst, Leute. Ich will, dass wir noch eine Runde. Spaß gehabt bei League, ne? Wir haben immer noch Spaß bei League. Also noch eine Runde Hyenas schaffen wäre ganz cool, glaube ich. Wie bitte? Eine Runde Hyenas würde ich unglaublich gerne spielen. Ja, ich auch tatsächlich. Also ich auch. Game ist noch gar nicht draußen. Wir haben ja super Premium Mega Access. Nee, das ist allgemein, aber es ist nur Beta gerade. Also